Letztes Spiel bis Diamond! Das war auch so einer, so ein Random, ne? Ja. Keltas oder Sylvanas? Ich meine, auf der Map sind ja nicht so viele Teamfights, also ich fände es auch okay, wenn du Sylvanas bannst. Dann Aufstiegsspiel, du entscheidest. Bann Sylvanas. Wenn die Keltas nehmen, dann ist es so. Ich meine, wir machen am Anfang eh unsere Botlane-Action bis dahin. Dass wir mal hier Teamfights machen, da ist ja hoffentlich der Drops schon gelutscht. Wir müssen uns anpassen. Wobei natürlich der Keltas jetzt eine Antwort auf Aurel sein kann, aber schauen wir mal. Die nehmen jetzt Valar. Kann auch sein. Die sich denken, oh Aurel, wir nehmen die Valar weg. Double Tank. Ja. Okay, wir haben hier einen Profi dabei. Mit 400 Spielen. Sylvanas ist nur auf Braxis gut. Ist klar, mein Freund. Er kann jederzeit losgehen. Egal, ich diskutiere jetzt hier nicht mit dem. Möge Elun uns Stärke gewähren. Ah, ich bin kein Fan von unserem Setup. Leider nicht. Nee, gegen Tychus? Mm-mm. Das stimmt ja, Tychus. Schon eher Joanna, aber. Ja, vielleicht. Ja, es wird schon irgendwie hinhauen, aber. Alarak bin ich kein so großer Fan in dem Zusammenhang hier. So viele Placement Boys. Doppel Placement Boys. Unserem Team. Und dann pickt er noch Alarak.
Jo, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Was spiele ich denn in der Heldenliga? Komm, mal einen schönen Alarak. Der Joanna-Typ wird direkt von mir gemutet, sobald er irgendwie jetzt anfängt zu diskutieren, warum wir auf der Botlane sind. Der Ohne wird dich Scheiß. pingen. Der wird direkt schön Over gemutet. here, can you heal somebody else? Other than your pre-mate? What is this? Gib mir so auf den Sack. Ja, sind Leute, die es noch nicht kennen. Die es auch nicht verstehen, was der Sinn dahinter ist. Also die haben eine gute Teamfight-Truppe, ja. Aber die haben keine gute Laning-Truppe. Kampfhandlungen sind nicht auszuschließen. Nun, da wir zusammen kämpfen, glaubt ihr, dass die Gegner auch nur den Hauch einer Chance haben? Unsere Dafür werden die zahlen. Verbleibende Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass die ETC sowieso hier Stage Staff Ja, macht und nicht. denke ich auch. Vier, drei, Würde mich wundern. zwei, Ja. Da wird bestimmt kein Moshpit eins. machen. Wir haben auch 1000 Rupts gegen ihn, also. Ja. Warum sollte er? Wir sehen noch keinen auf der Karte, ne? Tykes und wer war das noch? Ich glaube EDC waren in der Mitte. Ne, der Hacker war das, glaube ich. Ne, EDC. ETC und Malf und alles was. Oh, hab voll Energie. Oh, oh. Oh, ich hätte ihn erwischt. Hier, der Tower ist leer. Kurzpull. Nein, warte, hier, warte, bleib hier. Okay. Kann sich doch auch hier. Ja, wenn ich alle Oh, 20 hinter Jahre ein dir ist, bisschen glaube Energie ich. bekomme. Ah, nein, da. Schnelle Spiel. Alles gut. Wappnen Sie sich für die Inbesitznahme. Ich sehe keine Krone auf mir. Ich kann sagen, du hast die ganze Zeit eine. Ich werde nicht wanken. Ich versuch's mal. Können jetzt in Besitz genommen werden. Okay, die sind alle hier. Drei mindestens. Wenn es sein muss. Nice. Ah, du rushst mit deinem. Ja. Schön. Mit dem Heal schon wieder. Ja, damit hat sie nämlich auch nicht gerechnet. Damn.
Good job. Ich bete das mal in Easy Mode. Eliminierung abgeschlossen. Mache Ihre Nuklearrakete jetzt scharf. Ist genau das eingetreten, was ich vorher gesagt habe. Die haben einfach eine Scheißtruppe zum. Nuklearer Abschuss festgestellt. Zum Lane und sind jetzt dadurch im Versteck Early Game verkackt. Komm da raus, so viel Damage. Jetzt kannst du wieder rein. Oh, jetzt sind wir tot. Ah, ich bin gestunt. Lass uns jetzt top switchen, oder? Mhm. Oder Mitte. Ja, Mitte können wir gehen. Jets. Oh, Jets. Eine Mischung aus jetzt und let's. Ja. Ja, stimmt. Gut und Englisch. Ich wollte eigentlich let's schreiben. Wo immer ich gebraucht werde. Ich werde nicht wanken. Tigers. Hä? Wie ging das denn? Krass. Er hat das sich durchgeglitscht mit seinem E. Shit. Aber ich wusste nicht, dass der da war. Das war ich nur mit der Ming gerecht. Da war, meinst du? Hm? Dass er nicht mehr da war, meinst du? Der Alarak oder was? Nein, der Tykes. Dass er nach der Aktion nicht abgehauen ist. Ist eigentlich schwer von ausgegangen. Hilf mal unten der Johanna. Das sind drei Leute, das kann ich nicht helfen. Kommt wahrscheinlich dann der Flame. Oh, Silence, dude. Oh, ich bin auch gesilenced. Fuck. Der Hacker ist silenced. Naja, guck mal, die verschwenden alle jetzt hier. Zwei Nukes. Die haben auch Mule, glaube ich. Oben geht nämlich wieder alles hoch, was Damage gemacht wurde, ja. Der Mal, ja. Gehen wir hoch oder wo willst du hin? Ja. Nuklearer gestartet.
Ja, ich bin schon wieder gesilenced. Alles kommt. Ich werde nicht wanken. Keine Energie. Warten sich zwei zurück von uns. Willst du in Mitte gehen? Ja. Ja. Obwohl, lass lieber dem Dings helfen oben. Oh. Fuck, ich bin silenced. Ich auch. Oh, jedes Mal werden wir von 5 Leuten überrollt hier. Oh Mann, ey. Ja, da wird jetzt die Mule down gehen. Ja. Ja, ist doch klar. Und dann war der Nuke für die Katz. Ja. Ich glaube, wir machen einen Boss-Top. Ja, wir haben ihn auch fast. Schaffst du nicht. Das nicht geheilt hier, was die alle an Damage kriegen. PC ist oben. Silenced, nochmal gesilenced, tot. Ja. Sie können jetzt die Sprengköpfe in Besitz nehmen. Ah, was macht der? Ja, das war dumm. Zwei war gegen einen und der hätte mit und den mit hätte er sofort gekriegt. Eine würdige Aufgabe.
feindliche Nuklearrakete gestartet. Sprengkopf erhalten. Ihre Nuklearrakete wird jetzt scharf gemacht. So. Er springt ja zum Camp, dann doch nicht. Komm lieber weg, ist schon wieder alles abgeblasen hier. Wir sollten uns mit diesen Söldnern anfreunden. Mitte oder was jetzt? Nee. Ja. Weil dann müssen wir uns auch einnehmen, sonst bringt's halt nichts. Ja, ja, sicher, aber noch ist einer tot. Ich weiß nicht, worauf immer alle warten, ey. Hat man schon einen Vorteil rausgespielt und dann relaxen alle. Ja, jetzt war es halt für die Katze, ne? Siehst du, jetzt kommt wieder die Mule. Ja, sicher. Ah, ja, ja gut, das war dann halt gewastet. So funktioniert es halt nicht. Ah, wir wurden die letzten drei Teamfights überfahren. So ein Warrior zu verlieren wäre noch schlimmer. Die Flamme von Almayesh ergreift euch. Seid frohen Mutes. Ich bin wieder gesilenced. Vorsicht, ich sehe nix. Ey, schon wieder zwei tot. Wo rennen die hin? Ja, okay. Dann lass mal Boss machen. Genau. Ja, nicht, wenn Joanna feedet vorne. Der Push-Top bei uns. Egal. Bereitstellung abgeschlossen. Die Sprengköpfe können jetzt von Ihnen in Besitz genommen werden. Alle Sprengköpfe wurden erfolgreich ausgeliefert. Hey! Was? Die rennen alle übelst auseinander! Oh, die überleben immer, Junge! Müssen wir die re-engagen, komm. Oh,
Oh, was war das? Ja, der rennt mit nix rein. Joanna auch die ganze Zeit. Richtig bad. Reyna auch. Das ist übel. Na, da freue ich mich mal. Ah, ich bin tot. Nicht erfreulich. Ey, so bad die Joanna und eben noch den Bubble aufmachen, ey. Das Problem ist nur, der ETC respawnt und kommt direkt rein mit Stage Dive. Wir holen uns einfach. Können wir nicht den Boss holen, oder? Nee, nee. Spawn sehr ungünstig, wir müssen eigentlich mit interrupten. Wir kommen einfach nach oben. Die gehen alle nach unten. Ich bin tot. Und Joanna auch. Das war gut. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Die sind einer weniger noch. Der DHK ist top und hat unser Keep kaputt gemacht. Also nur ETC und Ming. Arbeitsauftrag abgeschlossen. Sprengköpfe ausgeliefert. Alle Rackwisse, ne? Ja, gut. Nice. Ich hatte noch überlegt, ob ich auf der Map den Flugskille hätte ich besser machen sollen. Ja. Auf 20, weißt du? Boah. Ja, ich brauche Energie. Ja. Ich hatte nur Angst, dass die Randoms das nicht registrieren. GZ. Danke. MVP. Nice. Unglaublich, das war eine sehr erfolgreiche Heroes-Woche für uns. Ja. Das will ich mal sagen. Sehr, sehr nice. Ja, sauber. Glückwunsch. Danke, danke. Du bist Master geworden, ich bin Diamond geworden. Ja. Der zweite Count von mir ist Diamond geworden. Ja. Ja, sehr erfolgreich gewesen. Mhm.